Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir haben uns in der letzten Folge eine neue Basis gesucht, die wir aufbauen wollen. Ein externes Safe House quasi ganz hier unten im zerstörten Gebiet. Und da haben wir beim letzten Mal gemerkt, da sind doch echt einige Zombies unterwegs. Und ich würde sagen, wir werden da heute auch weitermachen. Sprich, wir fahren nochmal runter. Ich schnapp mir mal hier gerade den Erdbohrer und ein bisschen Benzin. Ja, das sollte auf jeden Fall reichen. Und dann schnappen wir uns auch mal, wobei, wo haben wir denn die Spikes nochmal? Haben wir die Spikes schon unten? Ich werde nämlich heute auf jeden Fall gucken, dass wir Verteidigung betrifft, dass wir da auf jeden Fall ein bisschen aufbauen, damit da halt eben nicht die ganzen Zombies immer wieder nerven kommen. Und deswegen nehmen wir uns hier gerade auch mal so ein bisschen Eisen mit. Dann nehme ich einfach mal das. Und hier schauen wir mal gerade kurz rein. Da ist eine ganze Menge sogar. Eine ganze Menge Messing. Dann machen wir hier mal gerade ausbrennen. Beziehungsweise Hülsen brennen. Und dann, wenn wir zurück sind, geht das vielleicht. Dann können wir uns das direkt wieder weiter verarbeiten. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen. Komm, zack, zack, zack. Ah, einer noch. So, und dann einmal bitte fertigen. So, hier ist Blei, aber auch nicht mehr viel. Da müssen wir auf jeden Fall Neues holen gehen. Oder hatten wir noch was? Nee, da hatten wir echt nichts mehr. Ja, und hier ist eine ganze Menge Eisen drin. Da können wir auch mal gerade wieder ausbrennen. Und zwar geschmiedete Eisenbarren. Mach mal einfach 1500. Dann, wobei, warte mal. Wir hatten ja sogar noch gebrannt. So, dann machen wir das so. Gut. Ansonsten haben wir, glaube ich, zum Aufbauen unten noch was. Wir könnten aber rein theoretisch, wir haben noch mehrere, oder? Nee, doch. Ja, nehmen wir einfach nochmal eine mit für den Fall, dass wir doch keine unten hatten. Dass wir hier nicht, dann direkt wieder umdrehen müssen. Damit wir anständig arbeiten können. Und, achso, genau, eine Sache noch. Bevor ich das jetzt vergesse. Wir brauchen unten ja auch eine Küche und dann brauchen wir natürlich gerade auch mal schnell einen Grill. Einen Kochgrill. Und Kochtopf. Genau. Nehmen wir auch gerade mal mit. Dann haben wir da unten auch die Möglichkeit zu verarbeiten. So, jetzt müssen wir, glaube ich, alles haben. Ansonsten haben wir auf jeden Fall erstmal genug, dass wir ein bisschen arbeiten können. Ich komme mal gerade kurz noch ins Auto, bevor wir losdüsen. Ah. Hier mache ich mal zu gerade. Ich bin mir gerade nicht sicher. Hatten wir die Spikes wirklich schon mitgenommen oder liegen die hier noch irgendwo drin? Ach, guck mal hier. Zum Glück habe ich nochmal reingeguckt. Und das waren Helikoptersachen. Jo, alles klar. Das ist das andere Ding. Tragschrauber. Gerade mal kurz schauen. Ach, das war die Klebebandgeschichte, ne? Ach komm. Dann setze ich mal ganz kurz Kleber. Oder haben wir noch Kleber? Ach hier. Okay. Ja, dann mache ich da ganz kurz nochmal Klebeband. Dann haben wir auch das, wenn wir zurück sind. Da brauchen wir dann 60 Stofffetzen. Das müsste auch in Crafting drin sein, genau. Und das machen wir dann mal schnell in der Küche. Klebeband. So, du brauchst ein paar Minuten. Oh, eine nur. Okay, krass. Hätte ich nicht gedacht. Achso, ja klar. Das muss ich hier machen. Klebeband. Zack, fertig. Dann wird das gemacht. So, dann habe ich. Wieso? Woher habe ich das Brot jetzt? Habe ich aus Versehen das Feuer hier geleert oder war das Brot noch drin? Nee, das kam automatisch. So, das. Da bleiben wir auch. Da bleiben wir auch dran, dass wir das gute Essen machen. Und jetzt würde ich einfach mal schnell runterfahren. Wir haben gerade 15 Uhr. Dann sind wir. Ja, 17 Uhr ungefähr unten. Und dann bauen wir das Ding erstmal auf. Das mit dem, was ich in der letzten Folge erwähnt habe, mit dem Landclaim-Block, das machen wir dann zwischenzeitlich einfach mal.
Wir gucken uns das erstmal an, wie das so ist. Und dann machen wir, wie gesagt, später machen wir dann da einen Landclaim-Block rein. Aber jetzt heißt es, oh, ach, dieser Stein da, den muss ich noch, da hinten den auch, den muss ich mal abbauen. Aber jetzt heißt es auf jeden Fall erstmal wieder ein Stück fahren. Ich bin froh, wenn wir einen Tragschrauber haben, dann geht das, glaube ich, auch ein bisschen schneller eventuell, weil du dann hier nicht die ganze Zeit Slalom fahren musst wegen den Straßen. Sondern einfach immer weiter geradeaus, direkt in die Richtung. Ach ja. Schönes Wetter heute. Noch. Ich muss gerade überlegen, Tag 77, 84 dann. Dann haben wir auch noch ein bisschen Zeit, das zu machen. Und dann bin ich mal gespannt, wie das Projekt wird. Ich denke, das ist mal ganz cool. Wie gesagt, das ist halt auch mal ein bisschen was anderes. Und vielleicht machen wir das hier und da noch, bis dann halt die nächste Staffel beginnt, dass wir dann das ein oder andere noch ausbauen. Beziehungsweise die ein oder andere, den einen oder anderen Außenposten bauen. Aber ich fahre erstmal runter. Und dann sehen wir uns gleich unten und dann beginnen wir mit der Arbeit. Oh, oh. Guck mal, diese Erze, die hier im Weg liegen. Lass hier gerade mal aussteigen. Ich habe nicht gerade überlegt, ob wir hier einfach eine Brücke ziehen oder so. Oh, hi. Oh Gott, Spiel. Oh. So, ich werde aber mal hier einfach die zwei Stützen wegschlagen. Dann können wir nämlich hier einfach an der Seite durchfahren. Hoffe ich natürlich. Nicht, dass jetzt hier alles zusammenbricht. Glaube ich aber nicht. Unter uns ist ja auch nichts ausgehöhlt, denke ich. Und da fahren wir nämlich nächstes Mal einfach hier geradeaus weiter. Also halt auch jetzt. Und dann haben wir eine echt geile Anbindung eigentlich. Dann fährst du die halbe Zeit nur geradeaus und dann bist du auf einmal beim bei der anderen Base. So, das sollte reichen. Jetzt kommen wir hier ganz easy durch. Guck mal. Sind auch gleich da. Noch ein paar hundert Meter. Und dann geht's ran an den Speck. Würde ich sagen. Hier wollen wir auch noch rein. Das wird vielleicht die erste Tour, die wir machen, wenn wir von hier aus losgehen. Und ich bin auch gerade am Überlegen gewesen, wenn es mal zufällig dazu kommen sollte. Ach, guck mal. Ich dachte, das wäre die andere Seite gewesen. Also nach außen hinweg. Irgendwann dazu kommen sollte, dass hier in einem seltenen Fall doch mal eine Quest kommt. Da kann man die doch bestimmt auch abbrechen. Oh, schon wieder. Drin ist, glaube ich, niemand. Oh, hi. Jetzt sind wir noch nicht tot. So, aber hier ist halt schon wieder voll viel los jetzt. Glaube ich. Oh, scheiße. Hei. So. Survival. Wir sind hier... Warum war ich gerade so schnell? Wir sind hier tief unten im Süden. Da brauchen wir alles, was wir kriegen können. Gerade. Wir haben ja kein Essen mitgenommen. Ich glaube, wir werden noch eine Weile mal hier hausen. Erstmal. So. Jetzt habe ich die Spikes dabei. Da können wir direkt mal gucken. Wir haben geschlossen. Okay, ist vielleicht doch ein bisschen ruhig gerade. Nice. So, hier machen wir auf jeden Fall ein Tor rein. Das muss. Da würde ich erstmal, ja, weiß ich nicht. Vielleicht machen wir erstmal ein paar Frames dahin oder so. Wie ist das hier? Das ist einfach nur eine, ja, einfach nur eine Fassade. Die können wir direkt wegmachen. Und dann machen wir Spikes 2 hoch. Ich glaube... Wir werden noch einige Kills machen, wenn wir hier sind. Ist das auch ein Ferrari? Ich sollte eher fragen, was kein Ferrari ist. Glaube ich. So langsam.
So. Ist zwar eine ganz schöne Fassade, aber haben wir ja immer noch oben. Allerdings müssen wir dann auch die, ja, da müssen wir Blöcke reinklatschen. Ich glaube, ich werde auch direkt upgraden, weil wenn die geupgradet sind, dann halten sie auch direkt schon besser. Und wenn die erste Reihe schon mal steht, dann denke ich, stehen wir auch schon mal ganz gut da. So, ich freue mich auf jeden Fall auch drauf, das Ding einzurichten. Und, dann auch drin zu hausen. Wir haben jetzt 17 Uhr. Vielleicht mache ich auch erstmal, also vielleicht konzentriere ich mich auch erstmal gleich darauf, die Löcher zu schließen. Okay, Leben gehen hoch. Ups, egal. So. Ja, das hier ist... Ja, das geht sogar sehr schnell. Oh, shit. Ah, shit. Oh! Hier kommt viel. Da brauche ich noch nichts reparieren. Okay, gut. So, ich bin mal gespannt, wie das hier wird. Es wird so ein Experiment, weil ich habe hier noch nie gebaut in diesem Gebiet. Und, na komm. Vielleicht wird es nice, vielleicht wollen wir aber auch bald dann nur noch weg. Weil die auf jeden Fall vereinzelt angesprintet kommen. So, hier brauchen wir eine Tür und vielleicht einen Durchbruch oder sowas. Dass wir dann auch auf die andere Seite kommen. Jedenfalls brauche ich jetzt erstmal gerade eine Tür. Genau, genau. Nach innen rein. Ich meine, wenn wir einen Durchbruch haben, dann machen wir vielleicht die Tür auch komplett weg. Und da ist schon wieder einer am Klopfen. Ich habe das Gefühl, dass hier immer so ein Spawner ist. Nee, ich mit mir, Freundchen. So, das ist nämlich auch diese Fassade, die wir wegmachen müssen. Und das ist, ne, hier, das ist die Garage. Was ist denn das hier? Naja, egal. Bauen wir erstmal zu. Und dann brauchen wir den Bohrer und machen mal gerade hier. Ich hoffe, das geht schnell. Ja, auf jeden Fall. Und da sind ja nicht mal Mods drin in dem Bohrer. Wir müssen uns auf jeden Fall auch ein bisschen öfter umdrehen. Man weiß ja nie, ob direkt hinter dir jetzt wieder was angesprintet kommt. So. Aber es geht ja recht zügig. Ich meine, die Platten sind natürlich ganz geil. Weil die viel aushalten. Aber, ja, dafür kannst du halt keine Spikes direkt daran machen. Und dann hast du eine Schwachstelle. Weil die dazwischen dann ja auch keinen Schaden mehr kriegen. Eins, zwei, drei und vier. So, dann machen wir den Mülleimer jetzt auch einfach weg. So, das geht auch zügig. Und dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal ein paar Spikes stehen. So.
Sehr schön, hier kommen wir direkt dran. Ja, die Garage ist ja erstmal noch kein Thema. Können wir dann vielleicht wegmachen. Vielleicht lassen wir dir erstmal Holz hier hinten in der Mitte. Und wenn wir dann Garagentore bauen, dann machen wir das vielleicht. Ja, ein neues Kapitel, ein neues Abenteuer. Inmitten des zerstörten Gebietes. Wir werden dann auf jeden Fall auch hier unten bleiben eine Weile. Hallo. Ich bin jetzt der neue Nachbar. Und jetzt ist Schluss mit lustig. Ach, jetzt habe ich die unten ja auch schon ausgebessert. Ach, scheiß drauf, komm. Sonst wird es noch als Schwachstelle angesehen und dann... Ich glaube, wir werden ein bisschen Munition am Start haben müssen. Habe ich so ein Gefühl, dass wir das brauchen werden. So. Kann ich eigentlich auch... Nee, okay, macht keinen Sinn. Wenn es jetzt ein, zwei Schläge gewesen wäre, wäre es vielleicht nochmal ein bisschen schneller gewesen. So, und wir müssen am... wir müssen dann innen auch nochmal schauen, hier diese Holzplatten. Die halten, glaube ich, nicht so viel aus wie normale Holzblöcke. Deswegen werden wir die wahrscheinlich auch nochmal upgraden. Ja, hallo. Mann, ist das eine beliebte Stadt. Sind wir nicht mehr so einsam. Langsam wird es auch ein bisschen spät. Hier machen wir wieder eine Tür rein. Ach so, ja. Das ist doch mal schön hier. Genau, da kommt unsere Tür rein. Was auf jeden Fall schneller ist, ist die Glasscheiben kaputt zu machen. Das können wir auf jeden Fall machen. Und hier müssen wir auch erstmal Frames reinsetzen. Ah ne, es sind 8, nicht 6. Hä? Okay. So, auch gleich mal gerade upgraden, da kommt das Tor dann später hin. Irgendwas ist hier aber ganz komisch. Genau hier. Da kann ich nämlich nicht richtig upgraden. Jetzt geht's. So. Hoppala. Ja, da habe ich noch ein paar Spikes am Start. Ach, ein paar Frames am Start. Die kommen dann hier rein. Und wir haben schon wieder Besuch. So. Hallo? Ach nee, die sind schon wieder hinten. Die sind schon wieder beim Nachbarn am Start. Tot? Ja. Ja, weiß ich nicht. Also, ich habe das Gefühl, dass ich hier spawne. Oh, jetzt sind die vorne. Scheiße. Ich meine, wenn ihr das wisst, wie sich das hier verhält, dann haut das gerne mal in die Kommentare. Aber...
Ja. Das sind halt ein bisschen viele. Und wir haben letztes Mal schon voll viele gekillt. Zur Not müssen wir Geschütztürme aufstellen. Ich meine, für Skillen ist das halt wirklich geil so, aber wenn du hier hausen willst. Jo. Dann haben wir den Teil schon mal fertig. Schell. Ja, sag mal, wo kommt ihr denn her? Was ist das? Nicht so sicher, ob es das war. Das Spiel sagt schon. Okay. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht muss ich erstmal die neben den liegenden Gebäude auch nochmal looten, dass es hier ein bisschen angenehmer wird. Ich habe da ehrlich gesagt nie drauf geachtet, wie sich das verhält. Ob die Zombies dann erst weniger werden, wenn man die Gebäude gelootet hat. Ich bin immer davon ausgegangen, wenn du wirklich viele gekillt hast, dann wird es irgendwann weniger. Na du? Oh, die ist mit dem letzten Schuss kaputt gegangen. Boah, die haben sich da schon durch. Was ist denn hier los? Hä, wo war das jetzt? Machen wir dicht. Ja, da müssen wir auch wegkloppen. Da müssen wir wegkloppen. Ich mach mal gerade hier so ein bisschen, also ich mach das vielleicht noch nicht komplett weg, aber schon mal richtig ein bisschen anknacksen hier. Mach ich mal gerade. Was geht so schnell, wie hier wieder neue kommen? Ich glaube, die erste Nacht hier wird nicht so gemütlich. Da werden wir wahrscheinlich mal in die Gebäude gehen mit einem MG und einfach mal durchschauen. So. Oh, komm schon. So, jetzt müssen wir uns noch ein bisschen ranhalten. Ich habe jetzt extra mal das MG ausgepackt, falls ich hier am Bohren bin und sich irgendwas anschleicht. Aber ist jetzt alles auf jeden Fall weggegraben. Und was ist denn hier? Ich kann hier nichts machen. So, jetzt ist Nacht. Jetzt wird's gemütlich. So. Ist da hinten schon wieder irgendwo einer? Zack, zack. Das ist auf jeden Fall nicht normal, wie viel hier spawnt. Jetzt kommen vor allen Dingen voll viele auf einmal jetzt.
vereinzelte Spikes sind halt hier auch schon wieder angeknackst, weil da schon wieder welche kamen. Wir gehen auf jeden Fall auch ein bisschen mehr gerade mal mit dem Knüppel drauf. Aus dem Grund, weil wir halt eben nur begrenzte Munition haben und wir wollen ja noch einen Moment hier bleiben. Ich mache jetzt auch mal extra gerade mit der Spitzhacke. Damit ich nämlich auch was höre. So, die müssen auf jeden Fall noch weg. Was wir erstmal gerade machen, ist auf der anderen Seite upgraden. Wobei ich sehe gerade, wir haben echt nicht mehr viel Eisen. Da müssen wir nochmal eine Fuhre holen tatsächlich. Ah, ich hasse es, dass wir immer zickzack laufen. Ja, das finde ich halt maximal komisch, dass ich hier irgendwie nicht hinbauen kann. Hallo. Seven Days vielleicht schon wieder, ne? Da liegt wahrscheinlich ein Blatt auf dem Boden und deswegen kann ich da nicht hinbauen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall das Ding hier schon mal zugebaut. Dann müssen wir das, wie gesagt, noch upgraden. Und vor allen Dingen hier noch zumachen. Ach ja. So, Spikes haben wir auch noch am Start. Alter, den habe ich doch schon dreimal erschossen. Ja, ich verstehe es nicht. Hier kommen immer weiter Zombies. Ist nicht so nice. Laufen die jetzt mir hinterher und ich laufe den hinterher? Oder was passiert hier gerade? Hallo? Da oben bist du, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, wo er ist. Jedenfalls muss ich mal gerade nachladen. Egal. Ich lasse mal gerade. Ich guck mal gerade noch hier. 500, das hält aber. So, okay. Ja, das belassen wir aber erstmal dabei. Ja, was meine ich damit? Das ist doch nicht normal. So, ich wollte eine Tür bauen. Eine gesicherte Holztür. So. Ist da. Willkommen.
Da sind schon wieder zwei, da kommt wieder einer raus. Und es kommt wieder eine Welle. Ah, oh, muss er wegglitschen jetzt schon wieder, Mann. Hä, den habe ich doch jetzt auch schon wieder dreimal erschossen. Ach Gott. Ich muss mir den mal gerade suchen hier. Meine Güte. Vor allen Dingen wird das regelmäßig immer wieder stressig. So, ich gehe jetzt rein. Wir sehen jetzt erstmal zu. Ach. Halt mal hier auch mal Ruhe. Wir sehen jetzt auf jeden Fall auch mal zu, dass wir die Löcher jetzt noch drin zu machen. So, hier ist unser zweiter Eingang. Okay, das ist eigentlich auch der Haupteingang irgendwo. Aber da müssen wir auch mal gucken. Wir wollen da ja einen Durchbruch machen. Das wäre rein theoretisch hier in der Küche. Und hier müssen wir zumachen. So. Das ist auch schon mal ganz gut. Ach, mein Auto steht da hinten. Das ist keine gute Idee. Ja, du mich auch. So, da kommt noch einer. Zwei. Nee, einer. Und dann fahren wir gerade das Auto zurück. So. Ja, echt schwierig irgendwo. Wenn es die ganze Zeit so weitergeht, kann ich das eigentlich sogar vergessen mit der Base. Der dürfte tot sein. Oh, und da kommt schon wieder eine. Hier darf auf jeden Fall nicht schreien. Ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll jetzt hier, ey. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Verteidigung. So. So einen Laden zu führen war noch nie einfach. So. Mann. Haben wir jetzt mal kurz Ruhe? Hoffe ich doch. Ja.
Ja, weiß ich nicht. Können wir irgendwann rausreißen? Das kommt raus. Da oben war noch ein Loch in der Wand. Ist generell viel Müll. Ich weiß sogar jetzt auch hier, das ist nämlich das Tor aus der Küche. Ah. Das machen wir mal weg. Das wird nämlich auch ein Durchbruch. Ach so, guck mal, das ist sogar das ganze Ding anscheinend. Ja, nice. Genau, haben wir nämlich hier auch einen Durchbruch. Hier ist dann... Jo, das geht auch. Hier kommt dann die Garage. Ja, und dann halt noch den Durchbruch nach nebenan. Dann haben wir schon mal eine ganze Menge geschafft. So. Das machen wir irgendwann noch weg, das Auto. Hier haben sie durchgegraben. Und hier... Ah, natürlich. Natürlich. Der rennt auch schon wieder zu uns, ne? Ja, natürlich. Wird ja mal Zeit jetzt, dass mal irgendwo was zurückgegeben wird. Oh, shit. Ich muss auf jeden Fall mal was nehmen. Ach Gott, ach Gott. So, ich dachte gerade schon, ist ja ganz schön, wenn es jetzt mal ruhig ist, aber ja, falsch gedacht. Also hier wollen wir auch rein. Hier ist ja, genau, hier ist nämlich auch so ein Durchbruch. Das ist genau an der Stelle, wo ich angedacht hatte, unten. Das wäre rein theoretisch hier. Oder halt, wir machen hier einen, ne? Aber ich glaube, hier wäre besser. Kann man so einen selber nochmal bauen? Das sind Getränke kühler, ja, weiß ich nicht. Machen wir erstmal hier einen, glaube ich, hin. Mal gucken. Ansonsten, wenn es hier nicht geht, müssen wir da halt wieder zumachen. Das sieht aber gut aus. Das sieht sogar sehr, sehr gut aus. Da sind wir nämlich genau im Treppenhaus. Ja, genau. Das sieht sehr gut aus. So. Haben wir ja schon wieder eine Uhr. Und da müssen wir das echt mal beobachten. Wo ist er hin? Da war doch gerade ein Zombie, oder nicht? Zack und zack. Machen wir erstmal hier Holzbikes hin. Dann haben wir nämlich die ganzen Wände schon mal zumindest einfach abgedeckt. Ja, komm, hier machen wir einfach den. Hier kann man das mal machen. Können wir aber noch ändern dann. Oh, da kommen sie überall. Ja, komm mal mit, ne? Das sind auf jeden Fall keine freundlichen Nachbarn, die wir hier haben. Und hier vorne sind auch schon wieder voll viele. Mann! Ich
Ach, da war gar keiner. Ah, das geht mir ziemlich auf die Nerven gerade. Ich fahre jetzt erstmal eine Runde. Das wird zu blöd jetzt. Mann, ey. Ah. Ja, ich muss mal nachlesen. Ich muss mal nachlesen. Und sonst bist du ja nur noch Spikes am Bauen. Das ist ja auch kacke. So, gerade noch so entschärft. Und ich muss gerade gucken. Oh, nice. Habe ich was zu essen mit? Nee. Ich muss mal gerade gucken. Wo haben wir die Kiste nochmal gebaut? Ganz oben oder im ersten Obergeschoss? Hä? Achso, das war auf dem Boden. Zwei Uhr morgens. Und schon wieder ein Dicker hinten. Ich muss auf jeden Fall jetzt mal schnell was zu trinken und essen machen. Aber das check ich nicht. Wir haben doch übertrieben viel gegessen, als wir losgefahren sind. So, auf ins Treppenhaus. Ja, besser hätten wir den Durchbruch hier nicht machen können. War eins höher. Ja, ja, gibt ja gleich Essen. Hier haben wir gebaut, ne? Ne, auch nicht. Hä, wo haben wir denn nochmal gebaut? Oder was ganz weit oben? Eins, zwei und drei. Ich hoffe nur, dass es hier noch keine Schläferzombies gibt. Das Büro würde ich auch rausreißen, glaube ich. Ich lasse sie jetzt draußen auch einfach mal gerade machen. Das ist mir jetzt gerade mal völlig egal. Ich will auf jeden Fall noch schnell das Feuer setzen. Ja, macht mehr Sinn mit der Axt. So, ich selber auch gerade, dass wir schon wieder am Ende einer Folge sind. Das heißt, wir machen hier auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter. Beziehungsweise fahren beim nächsten Mal, würde ich sagen, erstmal zum Händler. Und schauen mal, was der so am Start hat. Achso, das ist auch einfach nur Holz. Wow. Dann lassen wir das so einkrachen. So. Mal sehen, wie lange die Ruhe gleich anhält. Oh Mist, egal. Wo hängt das denn noch? Okay. Jetzt. Zack, zack, zack. Die Fenster sind nach außen, ne? Glaubt ihr sogar. Dann können wir nämlich die Fenster dahin machen. Wir bauen ein kleines Lagerfeuer. Ja, nice, guck mal. Schöne Aussicht hier beim Kochen. So, das kommt schon mal drauf. Dann machen wir mal ganz kurz, wofür haben wir denn überhaupt Zeug? Gegrilltes Fleisch, jo. Mach das mal bitte. Das ist das Erste. Das gönnen wir uns schon mal. Es gibt zwar kaum was zu essen, aber ja, ich sag mal, ist besser als nichts, ne? Wir haben auch hier noch ein bisschen Zeug drin. Und wir könnten rein theoretisch mal noch als nächstes... Achso, genau, das war das. Wir könnten rein theoretisch als nächstes mal unten noch upgraden auf Cobblestone.
So, da müssen wir echt mal gucken. Also, das sind schon wieder Zombies. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen kleinen Cut. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat, unser kleiner Aufbau hier. Und ja, sind wir doch ganz gut weit gekommen. Mit der Verteidigung zumindest von außen. Auch wenn sie in jeder Minute wieder abgerissen wird. Und wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann schauen wir in der nächsten Folge. Wie gesagt, mal beim Händler vorbei und so. Und ja, es sind schon wieder so viele. Ich werde jetzt auch direkt mal abhauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.